Den Vorposten Delta hätten wir eingenommen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Halo Infinite auf dem PC. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Und nun geht's weiter. Und wie geht's weiter? Das ist jetzt die Frage. Wir brauchen auf jeden Fall mal ein besseres Gewehr. Hier unser ganz klassisches Sturmgewehr. Also, ich meine das BR-75 eigentlich. Sehr gut. Das macht mich schon wieder glücklich von Anfang an. Und dann schauen wir gleich, wie es jetzt weitergeht. Ich freue mich, dass ich wieder da bin. Gut, da unten wäre die Hauptstory. Aber dass wir uns vielleicht mal ein bisschen eingrooven, könnten wir unter Umständen ein, zwei Trupps befreien. Das könnten wir machen. Machen wir das? Machen wir das. Komm, erkunden wir ein bisschen. Dem Trupp Pronto. Der heißt wirklich Pronto. Okay. Der ist da oben. Klettern wir mal hoch. Ihr geht nirgendwo hin. Ist auch gut. Behaltet unseren Vorposten im Auge. Und dann passt das auch schon. Hossa. Upsi. Ich mag das. Komm. So beschleunigen wir ganz gut bergauf. Gut, ich geb's dir zu. Ich würde wirklich gern wissen, was... Wir sind in Reichweite eines Trupps Marines in Gefahr. Du hast genug gekämpft, Mensch. Ist es so? Habe ich genug gekämpft? Oh oh. Hey, was machst denn du? Bist du doof? Gut. Kontrollpunkt wird gespeichert. Das war jetzt nicht ideal mit den Granaten. Es ist nämlich so umständlich geworden, Granaten zu wechseln. Was wollte sie sagen? Sie wollte doch irgendwas sagen. Na, was los? Kommst du nochmal raus? Auf geschissen. So. Schauen wir uns mal an, wo wir den Trupp Pronto finden werden. Aber ich glaube, ich sehe es schon. Ich überlebe es vielleicht. Wow, war das knapp. Leute, war das knapp. Ich würde sagen, das haben wir gar nicht schlecht gemacht. So ein Ding auf einen Landungstrupp abzuwerfen, ist mal gar nicht doof. Wer hat beschossen? Ja, das wirst du. Wo? Ich sehe sie gerade nicht. Wow! Das ist feindliches Feuer, würde ich behaupten. Oh wow. Das sind ganz schön viele. Wo ist er? Ich muss ihn doch irgendwo sehen. Ich habe mal einen Kontrollpunkt, das ist ja schon mal was. Was ist hinter mir? Die Marines sind nochmal davongekommen. Hoffentlich sehen wir sie am Vorposten wieder.
Ja, hoffentlich. Das hoffe ich auch. Das wäre sonst etwas arschig, wenn die nicht am Vorposten wieder auftauchten. Aber schaut ganz gut aus, alles hier. Das heißt, wir haben den Trupp pronto. Gar nicht so pronto. Und ich will da jetzt raufsteigen auf den Berg. Zum Trupp Foxhound. Wir haben den Trupp pronto gar nicht so pronto geprontot. Also gerettet. Alter, der Berg ist geil. Da will ich jetzt rauf. Dinge haben halt keinen Namen hier. Wäre sonst ganz witzig, würde ich mal behaupten. Die Rettung einiger Trupps hier zum Aufwärmen für die heutige Aufnahmesession. Hab heute schon früher Feierabend gemacht, weil ich einfach zu viele Stunden auf meinem Konto habe. Tja, so schlimmes Leben. Eieiei. Mensch muss sterben. Uiuiui. Ich komme nicht mehr weiter. Ich kann mich nicht bewegen. Ich komme nicht weiter. Was ist da los? Wow. Sind meine... Aha. Wow. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das so heftig explodiert, das Teil. Einfach mal ein paar Gegner zwischendurch. Wieso auch nicht? Und diese 40% schnellere Aufladezeit von unserem Greifhaken ist halt echt. All diese Andeutungen der Vorbotin lassen mich nicht mehr los. Egal, was die Endlosen sind. Wir finden Antworten in dieser Blutsväteranlage. Ja. Das war in der letzten Folge, haben wir ja von ihr die Andeutung in Richtung die Endlosen bekommen. Und jetzt wäre sie eigentlich daran, weiterzugehen. Aber ich will mich mal eingrooven. Ansonsten, ich kenne mich ja. Wenn ich jetzt die Hauptstory weiterverfolge, ist das zum Schluss gar nicht mehr interessant alles miteinander. Also die Nebenmissionen und so weiter. Weil die Nebenmissionen ja, wie gesagt, relativ lieblos gestaltet sind hier. Das muss man ja tatsächlich sagen. Hey, da kann man wirklich hochklettern mit so... Ich frage mich, ob das auch möglich wäre, dann den Turm endlich zu erklettern und diesen Spartan-Kern zu finden. Apropos Spartan-Kern. Oh, schaut euch das an. Man kann ja doch noch näher rein. Aber da gibt es keine Spartan-Kerne. Aktuell. Außer den einen, den ich nicht... Aber der wird auch nicht mehr angezeigt. Ah doch, hier wird angezeigt. Mjölnir Waffenkammer... Was ist das? Keine Ahnung. Weiß das jemand? Nein, weiß niemand. Gut. Haben wir schon fertig gesprochen. Doch, hier ist der Spartan-Kern, aber keine Ahnung, wie wir da rankommen. Vielleicht mal später irgendwann. Ich weiß es nicht. Sonst nicht. Hier gibt es nichts mehr Besonderes. Da könnte man auch im Vorposten eigentlich auch einnehmen, bevor wir weitermachen. Könnte man eigentlich machen. Was, wenn wir noch einen Vorposten in dieser Episode einnehmen? Achtung, und... Das ist so genial. Ich liebe es. Aber knapp. Aber knapp. Wie konnte hier eigentlich ein Trupp hingelangen? In der Nähe sind Marines, die Hilfe brauchen, Chief. Ich markiere sie. Foxhound. Markier mal. Wie heißt sie jetzt eigentlich? Ich weiß es nicht mehr. Okay, wir machen mal Fernkampf.
Ich habe Plasmagranaten gerade ausgerüstet, das ist gut zu wissen. Wow, da hat mich was Heftiges getroffen. Spitze und gleich tot, wenn ich so weitermache. Hey, was geht? Ich hülle mich in den Schatten. Stell dich deinem Urteil. Ah, bis der nachlädt, ey. Wo ist er denn? Hab ich kaum gespürt. Auf, Chief. Mehr von denen. War der jetzt schon mal tot? Der halb Unsichtbare da? Du verlierst, Spark. Der ist unkaputtbar. Was ist mit dem los? Der ist unkaputtbar gewesen. Gibt's ja gar nicht. Oh Gott. Wenigstens haben wir wieder ein bisschen Munition. War halt auch noch leicht wenig genug. Nächstes Mal versuche ich, die richtig anzuheften. Ich lade nochmal. Der Feind bekommt Verstärkung. Mhm, ich merk's gerade. Das ist jetzt mein Tod. Unter Umständen, ja. Was ist da los? Wieso ist das jetzt auf einmal so extrem schwierig geworden? Ich hoffe, das zahlt sich aus. Oh nein! Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich wollte den... Ah, es ist nicht schwierig, ich bin einfach nur doof. So schaut's aus. Das ist unser aktuelles Problem. Wow, von hinten. Wie gemein. Okay. Keine Chance. Also ich rede von keiner Chance. Das kann doch nicht so schwer sein. Was ist denn jetzt auf einmal los mit mir? Ich bin total unentspannt gerade. Okay, den Klassiker hier. Ja, nur dass ich diesmal gar nicht mehr treffe, das ist noch besser. Gut, das ist besser. Feindliche Verstärkung. Der ist nervig. Wo ist er? Der muss doch hier irgendwo sein. Der war doch hier. Ja, er ist tot. Er ist tot. Ich habe halt keine Munition mehr, aber das ist mir alles egal. Ich habe keine Munition für irgendwas. Das ist halt doof. Ihr seid einer weniger, ja? Schießt und schießt, aber ich lebe noch. Du bist
du einen? Was ist das? Was das ist? Ne, Plasmagranate. Du Arsch. Die sind ja richtig im heftigsten Feuergefecht überhaupt. Mal sehen, wie viele Finger du dann noch hast. Gut, der ist mal tot. Mit der anderen Vorgehensweise. Zum Glück waren wir rechtzeitig da. Mit der Vorgehensweise war es weit besser alles. Sehr gut. Trupp Foxhound abgeschlossen. Was habe ich vor mir? Fregatte, Mulsanne-Klasse. Laut Schiffsidentifikation, die Mortal Reverie. Wenn wir auf dem Ring was bewirken wollen, brauchen wir eine Operationsbasis. Es ist Schrott, aber es bietet Schutz. Wo zu verteidigen? Keine Spur von Verbandenaktivität. Ja, das könnte klappen. Sind Spartans in Funkreichweite? Spartan Griffin ist in Reichweite, aber sein Signal wird schnell schwächer. Ich fasse mich kurz. Kanal öffnen. Ich glaube, hier haben wir unseren Treffpunkt. Okay. Wow! Flugten runter! Ja, ich muss mir die ganzen Bände, also die ganzen Teile dann nochmal anhören, weil. Ich höre da nie so richtig zu, weil ich mit so vielen anderen Dingen in meinem Kopf beschäftigt bin. Alter, das sieht so geil aus. Leute, das sieht so geil aus, der Ring. Das ist unglaublich. Wenn das alles war, Chief, können wir jetzt vielleicht einen Blick in die Blutsväteranlage wagen. Mach jetzt keinen Stress. Du hast gesagt, wir sollen Truppen reiten, Vorposten einnehmen und so weiter und so fort. Also bitte, halt mich nicht auf. Wie weit kann man eigentlich runter, bevor man stirbt? Hi. Empfange ein UNSC-Notsignal. Nicht weit von dieser Position. Trupp Thunder. Ah, doch hier, oder was? In der Höhle? Ist ja interessant. Machen wir das? Trupp Thunder? Kontrollpunkt gespeichert. Blöd, wenn man halt im Rücken fällt, gell? Das war's mit dem Schakal. Thunder. Give me back my Thunder. Was ist das? Ah, waren da gar keine größeren Kaliber? Yes. Trupp Thunder. Ebenfalls abgeschlossen. Das macht dir richtig Laune. Buchstäblich. Die haben aber ein nettes Lager hier eigentlich eingerichtet. Haben wir genug Munition? Ja, munitionstechnisch sind wir jetzt wieder gut unterwegs. Alles klar. Warte mal, da drüben liegen, glaube ich, Granaten. Oder? Nein, das sind Nadelwerfer. Schade, schade eigentlich. Okay. Ja, in dem Fall, ich trinke mal wieder was von meinem Kaffee. Was sonst? Und dann werden wir uns jetzt... Granaten. Yes. Dann werden wir uns jetzt Richtung raus aufmachen, hätte ich gesagt. Nur wo ist Richtung raus? Ist das Richtung raus? Oder gehe ich da wieder zurück zu den Soldaten? Nein, das ist Richtung raus. Das passt. Okidoki. Schön, es ist wieder Morgen. Auf dem Halo-Ring ist das sowieso irgendwie interessant, wie
der muss sich ja selbst drehen um diese Sonne oder um die eigene Achse irgendwie drehen. Sonst würde das ja nicht funktionieren. Naja, egal. Bis zum nächsten Mal, gibt's einen Cut.